Hallo, liebe Freundinnen und Freunde der Brettspiele. Ich bin André und ich begrüße euch ganz herzlich bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele. Und heute mit einem Solo-Let's Play von Era, das Mittelalter, mit der Erweiterung Flüsse und Straßen, die jetzt kürzlich bei mir eingetroffen ist. Freue ich mich sehr drauf, weil ich finde das Spiel total gut. Und die Erweiterung gibt, glaube ich, jede Menge spannende neue Möglichkeiten. Und die möchte ich euch doch gerne mal in einem Solo-Spiel zeigen. Das Solo-Spiel geht über insgesamt 8 Runden. Dafür lege ich mir mal hier so einen schönen Live-Counter von Magic dazu. Der hat auf jeden Fall genug Platz dafür. Wer das Spiel noch gar nicht kennt, der oder dem empfehle ich erstmal in mein Rezensions- und Regelvideo reinzugucken. Das findet ihr hier oben verlinkt oder natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Und auch ein Solo-Let's Play habe ich schon mal gemacht vom Grundspiel. Da erkläre ich natürlich vor allem auch nochmal die Solo-Regeln. Ich werde da natürlich auch hier jetzt nochmal drauf eingehen. Aber wenn ich vielleicht das eine oder andere vergesse, dann solltet ihr auch da erstmal noch reinschauen, bevor ihr euch jetzt hier dieses Let's Play anschaut. Insofern springt da gerne nochmal hin. Ansonsten werde ich im Laufe des Spiels ein bisschen erklären, was die Erweiterung so macht. Das Wichtigste sind natürlich vor allem die Flüsse und die Straßen, die in der Erweiterung dabei waren. Das hier sind die Straßen. Ich habe die mal hier außerhalb der Kamera hingelegt, weil sonst habe ich gar keinen Platz mehr. Die sind vor allem dabei, geben ein paar neue zusätzliche Punktemöglichkeiten, wo es auf jeden Fall jede Menge Punkte hageln kann. Ich habe schon mal ein Solo-Spiel ausprobiert. Das ist am Ende nicht ganz so gut gelaufen, aber die Straßen und Flüsse, die sind auf jeden Fall eine super Sache. Da kann man mit arbeiten, aber die Flüsse bringen auch diese Flutplättchen mit sich. Und die Flut, die passiert zusätzlich zu diesen Ödnisplättchen, wenn man einen Verrat würfelt. Also am Ende einer Würfelphase 3 von diesen Schädeln auf den eigenen Würfeln hat. Das will ich auf jeden Fall vermeiden, weil das baut das Feld doch ziemlich schnell zu. Und auf die neuen Gebäude gehe ich dann später ein. Was auch mit der Erweiterung jetzt dazu gekommen ist, sind diese Karten. Da platziert man am Anfang des Spiels die entsprechende Anzahl Gebäude drauf. Die findet man hier unten rechts auf diesen Karten, je nachdem mit wie vielen Leuten man spielt. Ich bin jetzt hier alleine unterwegs, deswegen nehme ich die Anzahl für 2 Personen und packe die da entsprechend drauf. Das ist so der Vorrat. Und im normalen Spiel endet das Spiel ja, wenn man eine bestimmte Anzahl an verschiedenen Gebäuden verbraucht hat sozusagen. Und da kann man hier diese Karten dann umdrehen, wenn die entsprechenden Gebäude weg sind. Aber das brauchen wir hier im Solo-Spiel nicht. Es geht fix über 8 Runden. Auf den Karten sehen wir aber auch noch, wie sieht dieses Gebäude aus, was bringt es uns für Punkte, was brauchen wir, um es zu bauen und welchen Effekt hat es. Das finde ich auf jeden Fall eine ganz praktische Sache. Zum Solo-Spiel sei noch gesagt, wir haben einen virtuellen Gegenspieler, Sir Philip heißt der. Und der wird am Ende meiner Würfelphase immer noch gewürfelt, um zu schauen, ob der mir vielleicht in der Erpressungsphase etwas klaut von meinen Ressourcen oder vielleicht auch, ob ich ihm etwas klauen kann, was aber auf jeden Fall am Anfang etwas schwierig ist. Ja, gut, würde ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe den ganzen Aufbau schon gemacht. Wie immer muss der Turm ganz in die Mitte. Den Fluss muss man am Anfang platzieren, wenn man damit spielen will, zusammen mit 3 Flutmarkern, die hier auch schon dabei sind. Man bekommt 3 Vierermauern, man bekommt einen Bauernhof und 3 Bauernhäuser. Passend zum Turm und den 3 Bauernhäusern bekommt man auch die entsprechenden Würfel. Und mit denen legen wir jetzt los. Und wie immer beginnt eine Runde mit der Würfelphase. Wenn wir einen Schädel drauf haben, muss der Würfel direkt draußen bleiben. Ich bekomme, würde hier nochmal 3 Holz bekommen. Holz ist am Anfang eigentlich gar nicht so unpraktisch, weil da können wir eine Sägemühle mitbauen. Und 4 Schilde sind auch nicht unpraktisch. Damit können wir uns wahrscheinlich sehr gut gegen Sir Philip wehren. Und kann ich mit 3 Bauaktionen tatsächlich was anfangen? Ja, doch. Das lasse ich direkt so. Normalerweise hat man ein bisschen wie bei Kniffeln noch 2-mal die Möglichkeit nachzuwürfeln, aber jedes Mal, wenn ein Würfel halt mit Schädel rauskommt, muss man den auf jeden Fall draußen lassen. Aber so bin ich jetzt eigentlich ganz zufrieden damit, weil jetzt müsste Sir Philip schon sehr, sehr unglücklich in meinem Sinne würfeln, um mir etwas zu klauen, und das schafft er definitiv nicht. So, als zweites in der Runde gehen wir zum Ressourcen einsammeln und ich bekomme schon mal 4 Holz durch die Würfel, die ich geworfen habe. Ich bekomme eine Nahrung vom Bauernhof und das war es auch schon an Ressourcen, die ich jetzt einsammeln konnte. Daher gehen wir weiter in die Ernährungsphase. Ich muss für jeden meiner Würfel eine Nahrung abgeben. Das geht genau auf, weil mit 3 Nahrung beginnt man. Und dann kommen wir zum Desaster. Mit einem Schädel ist das Desaster, sind das die Briganten. Da bekomme ich entweder einen Desasterpunkt, das sind am Ende des Spiels einfach Minuspunkte, oder ich muss eine Ressource meiner Wahl abgeben. Und an dieser Stelle
werde ich doch, glaube ich, einfach mal ein Holz abgeben, weil das habe ich jetzt auf jeden Fall erstmal noch übrig. Da muss ich nicht direkt einen Minuspunkt sammeln. Dann als nächstes kommt die Bauphase. Für jeden dieser Hämmer bekomme ich jetzt eine Bauaktion. Da habe ich insgesamt 3 Stück von. Daher kann ich 3-mal bauen. Ich habe schon mal eine Sägemühle, die ich im Auge habe. Aber ich glaube, ich starte erstmal mit einem Kontor. Das kostet 1 Stein und 2 Holz. Und das hat die schöne Eigenschaft, dass es erstmal muss es an einem Fluss gebaut werden, weil ja, es ist halt ein Kontor und man sieht, das hat hier so Anlegestellen quasi, die müssen komplett über dem Fluss sein. So passt das von der Platzierung her. Der Kontor, der erlaubt es mir in der Ressourcenphase dann nämlich eine beliebige Ressource zu tauschen. Also ich könnte zum Beispiel ein Holz abgeben, um mir einen Stein zu holen oder umgekehrt oder halt auch irgendeine von diesen anderen 4 Ressourcen, die ich habe. Das macht mich auf jeden Fall sehr flexibel. Ja, und ich nutze auch gleich mal eins von den neuen Gebäuden. Das ist auch eine schöne Sache. Dann habe ich tatsächlich noch genug übrig, um mir eine Sägemühle zu holen. Oder aber ich nehme ein Bauernhaus und einen Bauernhof. Ich glaube, das mache ich erstmal. Ja, das mache ich. Das sind insgesamt nochmal 3 Holz. Ein Holz für den Bauernhof. Den packe den mal hier hin. Hier baue ich vielleicht noch eine Straße durch. Das ist da ein bisschen mein Plan. Und für die anderen 2 Holz und die Bauaktion hole ich mir noch ein Bauernhaus. Das packe ich mal hier hin. Haben wir hier unser kleines Bauernviertel. Und wie gesagt, vielleicht kommt da ja noch eine Straße hin, die uns da jede Menge zusätzliche Punkte bauen kann. Okay, für das neue Bauernhaus bekomme ich natürlich auch den entsprechenden Würfel für die nächste Runde. Und ja, da Sir Philip durch meine 4 Schilde nicht durchkommt, also er bräuchte mehr Schwerter, als ich Schilde habe, was er natürlich theoretisch hätte würfeln können, hat er aber nicht, passiert hier in der Erpressungsphase nichts und wir können weitergehen in die zweite Runde. Und jetzt habe ich einen weiteren Würfel, mit dem ich was machen kann. Okay, so, da haben wir, das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm. 2 Schädel sind eine Seuche. Da würde ich Minuspunkte für eng stehende Gebäude bekommen. Aber also alle Sachen, die hier so dunkelgrau sind, die zählen da nicht als angrenzend. Also das hier ist kein Problem. Und alles andere ist schön offen gebaut. Deswegen brauchen uns das jetzt gerade nicht stören. Deswegen, ja, die sind nicht so schlimm. Und hier bekomme ich jede Menge Stein. Das ist auch nicht verkehrt. Und hier gibt es immerhin noch Nahrung. Tja, die Nahrung ist ein bisschen wenig. Doch, ich riskiere es mal. Oder? Nein, ich riskiere hier nichts. Ich lasse das. Ach doch, komm. No risk, no fun. Bisschen was muss ja auch passieren hier. Ein Handelsgut, das ist gut. Und nochmal Stein. Das lasse ich jetzt auch. Aber den würfel ich nochmal neu. Weil Nahrung, wenn ich. Schade. Es gibt einen Verrat. Na gut. Wir werden gleich sehen, wie schlimm das wird. Und Sir Philip ist natürlich jetzt auch noch dran. Und natürlich würfelt er Schwerter. Das heißt, er wird mir am Ende der Runde beim Erpressen noch etwas wegnehmen. Jetzt bekomme ich aber erstmal Ressourcen. Es sind insgesamt 3 Holz von den 3 Würfeln. Es gibt 2-mal Stein und es gibt 1-mal ein Handelsgut. Und da ich auf jeden Fall auf dem Steinbruch scharf bin, dem ja jede Runde da etwas Stein produziert, werde ich hier auf jeden Fall mal ein Stein gegen ein Handelsgut tauschen. Dann kann ich mir den nämlich leisten und ich bekomme nur 2 Nahrung. Das ist schon mal schlecht, denn ich muss meine Würfel natürlich ernähren. Und das heißt, ich bekomme 3 Minuspunkte, weil ich 3 von meinen Würfeln nicht ernähren kann. So, jetzt kommt es zum Desaster. Und ja, ich habe hier schon mal ein paar Ödnis- und Flutplättchen parat gelegt. Und bei den Flutplättchen gilt, wir müssen die immer angrenzend legen an andere Flutplättchen oder an den Fluss. Und ich baue das erstmal da oben weiter aus. Und die Ödnis, das kennt man schon aus dem Grundspiel, die muss einfach nur irgendwo platziert werden. Sollten wir sie nicht mehr platzieren können, weil nicht mehr genug Platz ist, müssen wir einfach so lange Gebäude abreißen, bis wieder Platz ist. Aber hier unten haben wir noch Platz, deswegen tun wir das da auch mal hin. So, jetzt hätte ich tatsächlich 3 Bauaktionen. Aber die werde ich gar nicht alle einsetzen können, weil ich muss auch noch dran denken, dass mir Sir Philip gleich noch etwas stiehlt. Und wenn er mir nichts stehlen kann, weil ich keine Ressourcen mehr habe, bekomme ich wieder Minuspunkte. Das möchte ich doch, glaube ich, lieber vermeiden. So, für eine Bauaktion hole ich mir jetzt auf jeden Fall mal einen Steinbruch. Der kostet 3 Holz und 2 Handelswaren.
Und der hat noch die Sonderregel, dass er am Rand des Spielfelds gebaut werden muss. Und dann setze ich ihn doch gerne mal hier an den Fluss, weil dann gibt er mir am Ende des Spiels mehr Punkte, weil alle Gebäude, die am Fluss sind, geben doppelte Punkte. Und sollten die Gebäude auch noch innerhalb einer Stadt sein, also komplett von einer Stadtmauer umbaut sein, von einer geschlossenen Stadtmauer, dann geben sie sogar dreifache Punkte. Ja, ein Steinbruch kann natürlich nie innerhalb einer Stadt sein, weil er immer am Rand gebaut werden muss. Aber zumindest die doppelten Punkte für den Fluss, die kriege ich hier schon mal für den hin. Und der gibt mir jetzt jede Runde zwei zusätzliche Steine. Das ist eine schöne Sache. So, jetzt ist die Überlegung. Hole ich mir für den Stein eine Stadtmauer und verliere dadurch zwei Punkte? Oder verliere ich den Stein lieber an Sir Philip? Und, ich glaube, in dieser Situation riskiere ich es doch einfach mal und verliere lieber gleich die zwei Punkte und nutze lieber noch die Bauaktion, die ich habe. Und hole mir schon mal eine schöne, lange Mauer. Die nutzt da jetzt nicht so viel. Dann nehmen wir hier doch, glaube ich, lieber eine etwas kürzere Mauer, um da oben schon mal meinen Plan zu verfolgen. Weil hier baue ich vielleicht noch so ein schönes Stadttor, damit ich da eine Straße drunter durchbauen kann. Ja, das machen wir so. Und dann würde mir jetzt Sir Philip etwas stehlen. Aber weil er es nicht kann, weil ich keine Ressourcen mehr habe, bekomme ich tatsächlich zwei Desasterpunkte. Das könnte teuer werden am Ende des Spiels, aber ich glaube, es hilft mir jetzt wirklich erstmal mehr, das so einzusetzen. Gut, dann ab in die dritte Runde und es wird wieder gewürfelt. So, der bleibt schon mal draußen und der bleibt schon mal draußen. Die Seuche stört mich nicht, deswegen kann die ruhig bleiben. Ich bekomme hier drei Nahrung und hier drei Holz und drei Schwerter klingt an sich auch nicht verkehrt. Aber die reichen im Zweifelsfalle nicht, um ihn aufzuhalten und die reichen im Zweifelsfalle auch nicht, um ihn zu besiegen. Deswegen würfel ich den. Nein, ich würfel den nicht neu. Ich traue es mich gerade nicht, weil ich einfach Angst habe vor dem Verrat, weil langsam wird es dann nämlich tatsächlich voll bei mir auf dem Tableau. Deswegen, das lasse ich jetzt lieber mal. Behalte ich das und Sir Philip, was macht er? Das hilft mir dann wieder nicht. Er hat vier Schilde gewürfelt, deswegen kann ich ihn nicht bedrohen. Aber gut, er klaut mir immerhin auch nichts. Und ich bin dran mit dem Ressourcen einsammeln. Sind insgesamt 5 Holz, die ich bekomme. Oh, gut, dass ich die Sägemühle nicht genommen habe. Die hätte sich jetzt fast nicht gelohnt. Ich bekomme 2 Steine von meinem Steinbruch. Und ich bekomme insgesamt 5 Nahrung von meinem Würfel und den Bauernhöfen. Und die 5 Nahrung sind auch direkt wieder weg. Für meine 5 Würfel. Gut, dann Desaster habe ich die Seuche, aber ich habe keine eng stehenden Gebäude, deswegen gibt es hier keine Minuspunkte. Und ich habe 2 Baumöglichkeiten. Und ich glaube, diesmal hat vielleicht die Sägemühle doch ganz gute Chancen. Die kostet 3 Holz. Oh, ich könnte noch eine Ressource tauschen. Ja, das mache ich doch. Das mache ich, weil dann nehme ich tatsächlich diesmal noch ein Holz mehr. Und für die 2 Bauaktionen hole ich mir zum einen eine Zimmerei, die kostet 3 Holz und 1 Stein. Und die Zimmerei, die gibt mir jede Runde eine zusätzliche Bauaktion. Das ist auf jeden Fall cool. Die tue ich mal hier hin, weil vielleicht baue ich ja die Straße sogar über den Fluss rüber. Dann kann die da auch von profitieren. Und ich hole mir eine Sägemühle, die kostet nochmal 3 Holz. Und die gibt mir jede Runde 2 Holz beim Ressourcen einsammeln. Und die packe ich mal hier hin, dann berühren die sich nicht, aber die wäre innerhalb der Stadt, wenn ich das hier noch voll kriege. Ja, das ist doch gar nicht mal so schlecht. Dann, hier passiert nichts. Ich kann ihm leider nichts klauen, weil ich nicht genug Schwerter habe, aber er hat auch keine gewürfelt. Deswegen ab in die 4. Runde schon. Und es wird gewürfelt. Zusätzliche Würfel habe ich keine bekommen. Okay, also ich bekomme hier erstmal Nahrung. Das ist eine gute Sache. Und auch das Holz werde ich brauchen und auch das werde ich brauchen. Ja, das ist nicht schlecht, aber die hier, die würfel ich neu. Ah, noch mehr Stein. Also die Handelsware, die nehme ich auf jeden Fall, aber den hier würfel ich nochmal neu. Ah, das ist super. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Mal schauen, was für Philipp diese Runde macht. Ach ja, sein eines Schwert wird leider reichen, um mich zu überfallen. Aber ich habe keine Desaster gewürfelt. Das ist eine schöne Sache. So, also sammeln wir erstmal ein. Ich bekomme wieder 5 Nahrung.
Ich bekomme insgesamt 5 Holz durch mein Sägewerk und den Würfel. Ich bekomme 4 Stein durch den Steinbruch und den Würfel. Und ich bekomme auch ein Handelsgut. Das ist auch nicht verkehrt. So, und dann habe ich insgesamt 3 Bauaktionen gleich. Aber erstmal füttern wir unsere Würfel. Wir haben kein Desaster gewürfelt, deswegen da gleich weiter. Die Desaster-Symbole, also die Schädel, die Sir Philip würfelt, die werden ignoriert. Deswegen da ist nichts dabei. Und ich habe 3 Bauaktionen. Dann würde ich doch sagen, geben wir mal ein bisschen was davon aus, um uns zusätzliche Würfel zu holen, würde ich sagen. Ja, zusätzliche Würfel sind eine gute Sache. Ich werde mir mal einen weißen Würfel holen. Und das mache ich mit einer Kirche. Und die kostet jeweils 1 von den 3 Ressourcen, von den 3 Bauressourcen, sage ich jetzt vielleicht mal. Und die große Frage ist, werde ich mir hier vielleicht ein großes Gebäude hinsetzen, um damit richtig Punkte zu machen? Das ist eine gute Frage. Ich würde mal sagen, nee, das machen wir nicht. Und ich setze mal drauf, dass ich hier noch ein bisschen was hinbaue. Vielleicht versuchen wir das einfach mal so. So haben wir noch überall schön Platz, aber wenn das Ding hier vielleicht an die Straße und noch von der Mauer umrundet wird, dann könnte das richtig, richtig gut werden. Da bekommen wir dann für die nächste Runde einen weißen Würfel. Den legen wir uns schon mal parat. So, und dann haben wir noch 2 weitere Bauaktionen. Und ich würde sagen, ich hole mir mal ein Bürgerhaus. Das kostet mich genau 2 Stein. Und dann bekomme ich so 1 und einen blauen Würfel für die nächste Runde, weil mehr Würfel brauchen wir auf jeden Fall, damit wir hier gut mitkommen können. Aber jetzt werden wir wohl doch endgültig auch mal was eng bauen müssen, weil ich glaube schon, dass ich mir hier nochmal für ein großes Gebäude was freihalten möchte. Ja, das möchte ich. Und dann setze ich dieses Gebäude mal ganz mutig hier hin. Und vielleicht bekomme ich es ja hin, nächste Runde ein Hospital zu bauen, was da schön reinpasst. Das versuchen wir mal so. Und eine Bauaktion habe ich noch und da gebe ich einen Stein und ein Holz aus, um mir mal ein Stadttor zu holen. Und das packe ich natürlich gleich erstmal hier über den Fluss, um hier die Mauerlücke zu schließen. Die Stadttore gelten einfach als Mauer, aber sie haben halt die Lücke drin, um über Straßen oder Flüsse zu gehen. Und damit dann hier auch diese Stadt vielleicht abschließen zu können, was ich hoffentlich hinkriegen sollte. So, jetzt kommen wir zur Erpressung. Diesmal nimmt mir Sir Philip was weg. Er will immer natürlich die wertvollste Ressource haben. Also er würde zuerst ein Handelsgut nehmen, wenn ich noch eins hätte. Habe ich aber nicht, ich habe gerade nur Holz, deswegen bekommt er davon 1. Okay, dann auf in die nächste Runde. Wir sind schon in der zweiten Hälfte des Spiels. Insofern ist es gut, dass ich langsam auch ein bisschen was hier zusammen habe. Und der muss auf jeden Fall schon mal draußen bleiben. Mit der Feder können wir am Ende nochmal Würfel neu würfeln und die Feder. Also das ist auch nicht schlecht. Handelsgüter, die brauche ich jetzt so langsam. Stein ist auch eine gute Sache. Und auch ein bisschen mehr Holz schadet nicht. Deswegen, das werden wir mal so behalten. Aber ich glaube, die hier, die würfel ich neu. Ja. Ja, hier ein bisschen Futter ist nicht schlecht und auch nochmal ein Handelsgut, ja. Doch, das machen wir so. Wir werden wahrscheinlich gleich kein Futter bekommen, aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Da kriegen wir vielleicht mal Minuspunkte. Und ich versuche tatsächlich, den hier nochmal neu zu würfeln. Weil wir können die Feder und einen weiteren Würfel neu würfeln, selbst wenn dieser Würfel einen Schädel drauf hat. Weil eventuell kriege ich hier nochmal mehr entweder mehr Ressourcen oder vielleicht auch eine doppelte Bauaktion noch extra. Oder ich verliere zumindest den Schädel. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Und das ist nicht schlecht. Das ist okay. Das ist eine gute Vorbereitung für die nächste Runde. Denn jetzt werden wir gleich richtig, richtig absahen, was die Ressourcen angeht. Aber erstmal noch Sir Philip würfeln. Ja, der ist dieses Mal voll auf Defensive. Daher wird er uns nichts tun. Das ist schön. Jetzt sammle ich die Ressourcen ein. Also, ich bekomme insgesamt 6 Nahrung. Weil das hier nehme ich auf jeden Fall als Nahrungswürfel und 2 noch von den Bauernhöfen. Dann bekomme ich nicht so viele Minuspunkte. Dann haben wir insgesamt 4, 6 Stein. Das ist fast auch schon voll. Wir bekommen insgesamt 5 Holz. Auch da sind wir jetzt schon fast voll. Und insgesamt 3 Handelswaren. So, leider nur eine Bauaktion diese Runde.
Aber die werden wir auf jeden Fall jetzt gut einsetzen. Und zwar für das Hospital. Ich will da auf jeden Fall abgesichert sein. Wobei, vielleicht diese Runde lieber nochmal was zum Ressourcenstärken, oder? Doch, das machen wir. Und zwar, oh, vielleicht mal ein Kloster. Das könnte auch helfen, weil ich dann einen Würfel auf eine beliebige Seite drehen darf am Anfang. Also nach dem ersten Würfeln. Die Universität würde mir nur Punkte bringen, wenn ich Kultur sammle. Das ist bislang nicht der Fall. Eine Waffenkammer, um zusätzliche Stärke gegen Sir Philip zu haben. Ist auch nicht völlig verkehrt. Oder aber ich könnte natürlich auch einfach nochmal meine Ressourcenbasis etwas verbessern. Weil aktuell beim Hospital sind es auch nur 2 Minuspunkte. Das ist auch nicht ganz so schlimm. Oder sogar eine Handelsmesse. Auch die könnte ich mir gerade leisten. Dann könnte ich mir von Sir Philip was holen. Aber das bringt mir keine zusätzlichen Ressourcen. Tja, ich glaube, dann bleibe ich doch dabei und hole mir... Ich will auf jeden Fall Holz ausgeben, weil Holz bekomme ich jede Menge, jede Runde. Und vielleicht auch noch einen Stein, auch das wäre nicht völlig verkehrt. Wo werden wir denn beides vernünftig los? Ein Kontor haben wir schon. Eine Zimmerei wäre, glaube ich, tatsächlich eine zweite Zimmerei. Ja, doch, eine zweite Zimmerei. Das kostet uns 3 Holz und ein Stein. Halt, ich musste noch meine... Würfel versorgen, das habe ich ganz vergessen. Das gibt noch einen zusätzlichen Minuspunkt. Desaster habe ich diese Runde nicht und jetzt sind wir beim Bauen. Doch, die hole ich mir, weil dann habe ich tatsächlich die Möglichkeit, da noch weitere Punkte rauszuholen. Ja, das versuchen wir und ja, wir stellen die hier tatsächlich mal damit hin. Trauen wir uns einfach mal. Okay, gut. Bei der Erpressung ist nichts weiter dabei. Deswegen können wir auch direkt weitergehen. Ich schaue mal nach, ob uns die Zimmerei gegebenenfalls... Aha, tatsächlich. Gut, dass ich nochmal nachgeschaut habe. Die Zimmerei gibt uns auch direkt in der Phase, wo wir sie gebaut haben, die Möglichkeit, noch etwas weiteres zu bauen. Und das ist dann doch eine schöne Sache, weil dann... Ja, doch. In dem Falle hole ich mir tatsächlich noch... Ein Kloster. Ja. Kloster klingt gut. 4 Holz, 2 Stein und ein Handelsgut. Das bringt nämlich zum einen, kann das jede Menge Punkte bringen, gerade wenn ich es hier auch noch gut einbaue. Na, an den Fluss werde ich es nicht bringen können. Das ist mir jetzt gerade etwas zu heikel, dann doch. Aber das hier ist, glaube ich, tatsächlich keine schlechte Idee, weil ich darf einen Würfel nach Belieben ändern, selbst wenn er einen Schädel drauf hat, nach dem ersten Würfelwurf. Das heißt, ich kann mir da auf jeden Fall schon mal was aussuchen, was ich brauche. Und ja, es ist auch jede Menge Punkte wert. Deswegen, ja, das machen wir so. Also, ab in die nächste Runde. Sind wir schon in Runde 6. Würfel bleiben die gleichen. Okay, so. Dann haben wir hier nämlich schon mal einen Würfel, den ich so nicht haben will. Und da nehme ich 2 von denen. Ich habe auch wieder die Feder dabei, die macht mich auf jeden Fall flexibel. Den behalte ich. Was brauchen wir denn an Nahrung? Insgesamt 7. 2 bekommen wir darüber. Das wäre an sich nicht völlig falsch, aber bringt mir mehr, wenn ich einmal Nahrung und einmal Steine würfle. Deswegen, also den behalte ich und die hier würfle ich neu. Okay. Oh ja, Holz. Holz ist auch gut. Holz ist auch gut. Und nee, ich würfel auch die nochmal neu. Vielleicht kommt ja was bei raus. Tja, okay, also den werden wir behalten. Aber da wir ja hier die Feder hatten, will ich den neu würfeln, weil da will ich lieber Stein oder besser noch Nahrung haben. Deswegen, wobei, mit dem Holz könnte ich mir jetzt das Hospital holen. Nein, ich würfel die neu. Na gut, okay, dann bleibt das dabei. Und hier kommt dann auch ein Schädel dazu. Da kann man jetzt leider nichts mehr machen. Mal schauen, was Sir Philip diese Runde anstellt. Der ist wieder voll auf Defensive. Daher leider nichts geworden mit meinen 3 Schwertern. Sammle ich mal meine Ressourcen ein. Also, ich bekomme ein Handelsgut. Ich bekomme 2 Steine von meinem Steinbruch. Ich bekomme insgesamt 8 Holz. Okay, das ist dann auch voll. Ich nehme mir hier 2 Nahrung und nochmal 2 extra für meine 2 Bauernhöfe. Das wird diese Runde auf jeden Fall teuer. Ich bekomme 2 Kulturpunkte, was super ist, weil ich dann auch den Bonus für die meisten Kulturpunkte bekomme. Und ja, dann muss ich hier meine Leute füttern. Das sind 3 Minuspunkte. Uiuiui, das wird schon wieder eine ganze Menge. Und jetzt muss ich noch eine Ressource abgeben, weil ich die Briganten wieder gewürfelt habe. Oder einen Minuspunkt nehmen. Und ja, da ich gerade so viel Holz habe, gebe ich doch mal so viel Holz ab, oder?
Ja, das machen wir. Ich gebe hier das Holz ab. Wobei, ich glaube, diese Runde wäre sogar fast sinniger. Nee, ich gebe nicht das Holz ab. Ich gebe tatsächlich ein Handelsgut ab, so verrückt, wie es auch klingen mag. Denn jetzt habe ich insgesamt 4 Bauaktionen und da kann ich das Holz besser gebrauchen, tatsächlich gerade als die Handelswaren. Und für das ganze Zeug fange ich doch mal etwas an, auch in den Mauern zu bauen. Aber erstmal hole ich mir jetzt tatsächlich das Hospital für 6 Holz und eine Handelsware. Denn das bringt zum einen jede Menge Punkte. Es macht das Ganze hier, was ich hier gebaut habe, etwas sicherer, was eine gute Sache ist. Und ich gebe auch mal mein ganzes Holz aus. Und jetzt habe ich noch 3 Bauaktionen insgesamt. Und die nutze ich mal, um die Mauer zu bauen. Ich baue erstmal 2 von den Stadttoren. Und zwar 1 hier über die Seite vom Fluss. Dann ist das hier nämlich auch schon mal abgeschlossen. Und das zweite Tor baue ich hier oben hin. Und dann habe ich eine Bauaktion noch übrig für mit Steinen und Handelsgütern. Tja, für die ganzen Steine bekomme ich jetzt tatsächlich gar nicht so viel. Also bauen wir mal weiter an der Mauer, würde ich sagen. Was haben wir denn da oben? Da bräuchten wir mal eine Fünfermauer. Packen wir doch hier hin. So. Das Problem ist natürlich, wenn ich die da jetzt so hinsetze, dann darf ich definitiv keine Ödnis würfeln. Also kein Verrat. Gut, das müssen wir auch einfach versuchen. Doch, ja, das machen wir so. Also, das dahin, das kostet noch einen Stein. Und dann habe ich meine 4 Bauaktionen verbraucht. 4 Bauaktionen zu haben, ist wirklich eine schöne Sache. Beim Erpressen passiert wieder nichts. Und dann geht es weiter mit der nächsten Würfelrunde. Keine neuen Würfel dazu bekommen. Also, schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. Nahrung ist gut. Einmal Holz ist auf jeden Fall auch gut. Steine sind gut. Verteidigung ist gut. Handelswaren sind gut. Und noch mehr Holz ist auch nicht völlig verkehrt. So, und den könnte ich jetzt hier natürlich umdrehen, aber ich würde mal sagen, das machen wir so. Dann haben wir nämlich diese Runde tatsächlich mal genug Nahrung. Das konnte ich hier machen durch das Kloster. Jetzt muss ich nur noch überlegen, ob ich den vielleicht noch neu würfle, um mehr Bauaktionen mir zu holen. Denn ein bisschen brauchen wir noch. Andererseits, ich habe auch 2 so. Ja, ich versuch's. Ich versuch's. Ha! Und es hat auch noch geklappt. Wunderbar. Ja, ich nenne es auch gerne mal einen André-Pullen. Ich habe wirklich sehr häufig sehr viel Glück. Fragt meine Mitspielerinnen und Mitspieler, meine Freunde, die können euch das bestätigen, dass das manchmal so ist. Okay, Sir Philipp muss noch gewürfelt werden. Oh Gott. Ja, da würfelt man schon 4 Schilde und es kommt trotzdem der Mega-Angriff von Sir Philipp. Gut, passiert halt auch mal. Sei es drum, erstmal wird eingesammelt. Ich bekomme eine Handelsware, ich bekomme insgesamt 4 Steine, ich bekomme insgesamt 5 Holz. Auch nicht verkehrt. Und ich bekomme insgesamt 7 Futter. Das ist auch super, denn das brauche ich jetzt auch direkt wieder. Ich kann ja noch eine Ressource tauschen. Was bräuchte ich denn da? Von den ganzen großen Sachen kann ich hier zumindest schon mal nichts mehr reinbauen. Wobei doch eine Kathedrale könnte ich hier reinsetzen. Wenn ich genug Handelsgüter mir noch irgendwie hole. Das sieht aber danach gerade nicht aus. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das doch alles so. Da machen wir nichts falsch. So, ich muss meine Leute füttern. 7 Nahrung reichen für 7 Leute aus. Ich habe keine Desaster gewürfelt. Das ist super. Und ich habe wieder 4 Bauaktionen. Das ist auch auf jeden Fall eine super Sache. Denn dann werde ich jetzt hier, glaube ich, mal richtig loslegen, auch mit dem Straßenbau. Aber erstmal machen wir die Mauer fertig. Weil die ist dann doch noch ein ganz klein wenig wichtiger an der Stelle. Und wir holen uns erstmal eine 5er, eine 6er Mauer ist da tatsächlich schon fast zu lang für. Wir nehmen erstmal, um diese Lücke da oben zu schließen, hier eine 2er Mauer. So. Okay, das ist schon mal eine Bauaktion. Dann, hier geblieben, ein Bauaktionwürfel. Halt, so. Schließen wir hier unten einfach ab oder versuchen wir hier in die Straße durchzubauen? Nützt uns eigentlich nichts, die Straße da durchzubauen. Das reicht ja auch, wenn wir die nur bis dahin setzen. Insofern machen wir nochmal gleich 2 Mauerteile. Dann haben wir dann noch eine Bauaktion übrig
Und dann nehmen wir hier einen Vierer und eine Dreiermauer rein. Und dann ist unsere Stadt schon mal fertig. Das ist super, weil das gibt auf jeden Fall jede Menge Punkte da drin. Okay, und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch auch schon mal an mit dem Straßenbau und setzen hier schon mal eine schöne, lange Straße rein. So, Straßen, ja, wo wir jetzt gerade schon dabei sind. Straßen müssen immer vom Rand des Feldes gebaut werden oder anschließend an bestehende Straßen. Dementsprechend ja, müssen wir halt hier oben anfangen und bauen die Straße jetzt in unsere Stadt rein. Und es gibt auch Brücken, mit denen man wir die Flüsse überqueren kann. Auch das könnten wir vielleicht noch gebrauchen. Gut, ja, und dann klaut uns Sir Philip jetzt ein Handelsgut, weil wir eins übrig haben und da haben. Deswegen, ja, und dann geht es jetzt auch schon ab in die letzte Runde. Und da geht es jetzt natürlich nochmal darum, möglichst viele Punkte rauszuholen. Und dafür brauche ich jede Menge Bauaktionen. So, okay, Steinbauaktionen, das ist schon mal schön. Holz, ja, doch, einen könnten wir gebrauchen. Abwehr gegen Sir Philip. Ich glaube, diese Runde brauchen wir das nicht. So, also euch lasse ich auf jeden Fall schon mal so liegen. Ich kann den hier dann nachher noch zurückholen. Also mit dem was erwürfeln, dann würde ich doch sagen, drehen wir den hier mal auf Futter mit dem Kloster und würfeln die drei hier neu. Okay, nee, drei Schwerter, die werden uns nicht so viel helfen. Und der ganze Stein brauchen wir auch nicht, weil da werden wir eh gleich voll. Das heißt, würfeln wir euch nochmal neu. Wobei, den lassen wir draußen für das Futter, weil dann sind wir da auf jeden Fall schon mal safe. Das war nichts. So, wunderbar. Ein Handelsgut. Das ist nicht schlecht. Und den hier können wir fast stehen lassen, würde ich sagen. Wobei, nö, den würfeln wir mit neu. Ha! Okay, es ist ein nochmal Bau und der ist wieder auf dem Federsymbol gelandet. Deswegen würfeln wir den nochmal alleine neu. Ja, okay, gut. Das war's dann jetzt auch. Schauen wir mal, was Sir Philip mit uns macht. Der kommt auf jeden Fall vorbei. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall mal eine Ressource übrig behalten. Okay, also erstmal ein Handelsgut. Das heißt, so ein paar größere Sachen fallen auf jeden Fall schon mal raus, die noch zu bauen. Wir bekommen insgesamt ja, 4 Stein. Damit sind wir nämlich auch schon voll. Das heißt, von denen kann ich jeweils die anderen Sachen nehmen. Das heißt, hier 5, insgesamt 7 Nahrung. Das heißt, ich kriege alles versorgt. Und hier kann ich Holz nehmen. Und mit den 2 Holz von der Sägemühle bin ich da auch voll. Das ist nicht verkehrt. Und das ist erledigt. Dann kriegen wir hier insgesamt 6 Bauaktionen. Also da kann man noch ein bisschen was mitmachen. Das haben wir erledigt. Ich muss meine Leute versorgen. Na, immer diese Schwerkraft. So, 7 runter. Dann passt das genau. Ich habe kein Desaster. Das ist auch schön. Und ich habe jetzt insgesamt 6 Bauaktionen. Also, das Erste, was ich auf jeden Fall machen will, ist die Straße schön fertig bauen, damit ich da jede Menge Punkte einsammeln kann. Weil das gibt wirklich, ja, das lohnt sich wirklich richtig, weil jedes Gebäude, was an einer Straße gebaut ist, gibt nochmal einen extra Punkt. Und das ist auf jeden Fall schön. Und Gebäude, die sowohl am Fluss als auch innerhalb einer Stadt gebaut sind, die geben 3-fache Punkte. Innerhalb der Stadt gibt es ja 2-fache Punkte. Das heißt, damit kann man auf jeden Fall eine Menge Punkte extra absahnen. Bauen wir also erstmal die Straße zu Ende. Ich brauche ein Holz und eine Bauaktion für diese Brücke, die ich da gleich hinsetzen werde. Aber natürlich habe ich vorher erst noch den Anschluss, hier diese kleine Zweierstraße gebaut, wenn sie da rein will. So, übrigens, diese Straßen halten teilweise besser als viele von den anderen Sachen. Die sind dann tatsächlich manchmal gar nicht so einfach rauszupulen. Das ist nochmal ein Holz und die ersten 2 Bauaktionen sind schon mal erledigt. So, um jetzt diese beiden da hinten noch zu bekommen, hole ich mir doch noch eine Straße. Und zwar diesmal eine in der Dreierlänge. So, dann habe ich nämlich alle Sachen, die hier auf diesem Weg liegen, auf jeden Fall angeschlossen. Das gibt eine Menge Punkte. Okay, jetzt habe ich noch 3 Bauaktionen und ich will natürlich möglichst Sachen haben, die ich direkt hier mit dran bauen kann und die mir dann noch schön Punkte extra geben. Und da schauen wir doch mal, was am besten passen würde. Alternativ kann ich natürlich auch nochmal schauen, was ich gegebenenfalls an dicken Sachen hier noch irgendwo reinsetzen könnte. Für die Kathedrale, die würde mir 7 Punkte bringen, für die Würfel jeweils. Aber da habe ich nirgends mehr einen Platz für. Deswegen, ja, lassen wir die mal sein. Ein Kloster wäre natürlich auch super, weil das jede Menge Punkte gibt, aber auch dafür haben wir keinen Platz mehr. Wir haben hier noch einen Zweierplatz, wir haben hier noch so ein kleines L. Tja, da könnte ich tatsächlich nur die Waffenkammer hinbringen und die
hinpacken, die bringt auch nicht so viele Punkte. Ein Kontor könnte ich hier noch tatsächlich draußen dran setzen. Gibt natürlich nicht ganz so viele Punkte wie das Kontor drinnen, aber immer noch Doppelpunkte, also 4 Punkte, weil ich es direkt am Fluss bauen könnte. Tatsächlich werde ich wohl mal eine Kapelle nehmen, weil die ist, die ist witzigerweise 4 Punkte wert, wenn ich sie hier hinsetze. Ah ne, nur 3 Punkte wert, aber das ist ja trotzdem nicht schlecht für so wenig Einsatz, sage ich mal. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat meine Kamera gerade hier rumgesponnen und so die letzten paar Sekunden noch abgeschnitten. Ich habe noch eine Küche hingebaut und ich habe hier noch ein Bauernhaus hingesetzt, um so meine letzten Bauaktionen noch zu verwenden. Und ich habe schon mal den Wertungsblock rausgesucht, um hier die Punkte aufzuschreiben. Dieser Wertungsblock ist mittlerweile extrem lang geworden, um die ganzen Sachen da auch drauf zu bekommen. Und ich habe schon mal die ganzen Würfel zur Seite geräumt. Weil jetzt können wir hier abrechnen. Sir Philip hat uns noch eine Ressource geklaut, aber das macht jetzt auch nichts mehr. Dementsprechend rechnen wir mal zusammen. Ihr seht hier schon mal, ihr seht hier das Ergebnis von meinem ersten Solo-Versuch mit der Erweiterung. Ich glaube, diesmal ist es bedeutend besser gelaufen. Also, legen wir mal los. Wir haben einen Turm. Der ist am Fluss und der Turm ist immer automatisch auch in der Stadt, weil er zur Stadtmauer gehört. Daher ist der hier 3 Punkte wert. Ich habe Bauernhäuser und zwar 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Das sind schon mal 5 Punkte. Dann sind diese beiden einen extra wert, weil sie innerhalb der Stadt sind. Sind wir also bei 7 Punkten. Der hier ist nochmal einen Mehrwert, weil er am Fluss ist. Der ist dreifach Punkte wert. Und bei einem Punkt ist es halt nochmal einer mehr. Sind wir also bei 8 Punkten. Und diese beiden hier sind auch nochmal jeweils 1 Punkt mehr wert, weil sie am Fluss sind. Sind wir also bei insgesamt 10 Punkten für die 5 Häuser? Nee, das kann nicht stimmen. Ja, wo habe ich mich denn jetzt verrechnet? Okay, also nochmal neu. Es sind 5 Stück, das sind 5 Punkte. Die zählen alle auf jeden Fall doppelt, weil sie innerhalb der Stadt sind. Sind wir also bei 10 Punkten und die 3 sind nochmal am Fluss. Also nochmal 3 sind wir bei 13 Punkten für die Bauernhäuser. Das ist nicht verkehrt. So, das Bürgerhaus, das ist innerhalb der Stadt, also doppelt Punkte wert. 2 Punkte. Die Punkte für die Straßen, die kommen unten nochmal extra. Genau. Genau, die kommen hier bei Straßenbonus. Deswegen rechne ich die jetzt noch nicht mit. Dann, wir haben 2 Kirchen. Die sind beide innerhalb der Stadt, also jeweils 2 Punkte wert, sind wir also bei 4. Wir haben 2 Bauernhöfe außerhalb der Stadt, also 2 Punkte. Wir haben eine Sägemühle innerhalb der Stadt. Das macht 4 Punkte. Ich habe ein Hospital innerhalb der Stadt. Das gibt 6 Punkte. Ich habe ein Kloster in der Stadt. Das sind 8 Punkte. Im letzten Spiel hatte ich das Kloster tatsächlich auch noch an den Fluss bauen können. Das war cool. Marktplatz habe ich nicht. Ich habe kein Zunfthaus, keine Universität und auch keine Kathedrale. Das war letztes Mal auch schon so. Ich habe tatsächlich eine Kapelle. Die ist in der Stadt. Also 2 Punkte wert. Ich habe ein Kontor, das ist in der Stadt und am Fluss. Am Fluss muss es ja eh sein, also 6 Punkte. So, na, Zimmerei hatte ich letztes Mal auch nicht gebaut, aber davon habe ich diesmal sogar 2 Stück. Und eine ist in der Stadt und eine ist am Fluss. Das sind also insgesamt 10 Punkte für die beiden. Auch nicht verkehrt. Ich habe einen Steinbruch, der ist am Fluss, also 4 Punkte. Keine Waffenkammer und auch keine Handelsmesse gebaut. Okay, dann schauen wir mal, wie viele Gebäude habe ich an Straßen dran? Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stück. 14 Punkte extra dafür schon mal. Marktbonus habe ich nicht, Zunfthausbonus habe ich nicht, Universitätsbonus nicht und auch den Kathedralenbonus nicht. Dafür hat es wieder nicht gereicht. Aber ich habe insgesamt 2 Kulturpunkte und weil ich mindestens einen habe, bekomme ich auch die Bonuspunkte für die meisten. Ich habe das größte Straßennetz, weil ich Gebäude an den Straßen dran habe. So ist das im Solo-Modus. Normalerweise bekommt das der Spieler oder die Spielerin, der oder die am meisten Gebäude an Straßen gebaut hat. Und da ich ein abgeschlossenes Stadtgebiet habe, bekomme ich im Solo-Spiel auch 10 Punkte extra für das größte Stadtgebiet. Schauen wir doch mal, was wir da jetzt als Zwischenergebnis erstmal haben. Da sind wir bei 16, 18, 22, 24, 30, 34 Punkte. Wir sind bei 42, wir sind bei 50, 60, 64, 64, 78, 78, 80, 85, 92
bei 102 Punkten im Zwischenstand. Das ist auf jeden Fall schon mal richtig gut. Und wir verlieren aber 9 Punkte für das Desaster, kommen also bei 93 Punkten raus. Das ist kein schlechtes Ergebnis. Schauen wir mal auf die Tabelle aus dem Grundspiel. Oh ja, ha ja, bei 93 Punkten. Ach schade, wir sind ganz knapp am König vorbeigerasselt. 90 bis 94 Punkte ist der Adlige, eine blaublütige Vorstellung. Da kann ich mich also nicht für schämen. Das letzte Mal kam ich nämlich nur auf die Wertung Bauer. Insofern, ja, da bin ich doch ganz zufrieden mit. Ja, für nur 2 Punkte mehr wäre ich auch schon König geworden. Aber das lief tatsächlich ziemlich gut. Ja, am Anfang schön auf Ressourcen gehen, dann kann das, glaube ich, ganz gut helfen. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, die Erweiterung dann demnächst auch mal mit mehr Leuten auszuprobieren. Und ich entschuldige mich für den kleinen technischen Fehler am Ende der Partie. Ich weiß nicht, warum mein Handy meinte, da auf einmal abbrechen zu müssen. Aber sei es drum, ich hoffe, es hat nicht allzu sehr gestört. Und ich hoffe, ihr fandet es interessant, hier mal bei ERA das Mittelalter im Solo-Modus mit der Erweiterung Flüsse und Straßen reinzuschauen. Und ja, ich hoffe, dass ich es demnächst auch nochmal mit Gegner spielen kann. Und dann erzähle ich euch auch mal in einem Rezensionsvideo, wie ich jetzt die Erweiterung insgesamt finde. Bislang auf jeden Fall ein guter Eindruck. Und damit kommen wir zum Ende von diesem Video. Folgt mir gerne mal bei Facebook, Twitter oder Instagram. Sagt mir auch gerne mal, wie ihr die Erweiterung findet, wenn ihr sie schon gespielt habt. Und bis dahin sage ich bis bald und ciao.